0815 liebt man nicht. Technik hat mich schon als kleines Mädchen fasziniert. Die Ausbildung zum Offizier bei der Feuerwehrtätigen Klingenau-Koblenz war für mich ein Erlebnis. Was ich dort in Sachen Teamwork und Führung lernen konnte, hilft mir auch im Beruf- und Privatalltag. Auch im Kernkraftwerk Betzenau bin ich in der Betriebsfeuerwehr und seit diesem Jahr zusätzlich als Chefin Atemschutz. Wir haben wöchentlich Übungen und pflegen eine gute Kameradschaft. Ich bin ausgebildete Elektronikerin und habe schon meine Lehre in der Betzenau gemacht. Später habe ich mich weitergebildet zur Arbeitsvorbereitungsfachspezialistin in Standhaltung Elektrotechnik. Mein Lehrmeister kennt mich schon mein halbes Leben. Er war sehr anspruchsvoll, weil hier im KKB immer und überall nur absolut präzise Arbeit zählt. Heute arbeiten Herr Bücher und ich auf Augenhöhe und das ist sehr schön. Meine Hauptaufgabe ist die Arbeitsvorbereitung für die elektrotechnische Instandhaltung. Ohne genehmigte Arbeitspapier darf niemand in der Anlage arbeiten. Technische Vorschriften und der Anlagenzustand spielen eine wichtige Rolle. Zusammen mit dem Betriebsbüro und der zentralen Planung arbeite ich für einen sicheren und störungsfreien Anlagenbetrieb. Meinen Kollegen bringe ich die Arbeitspapiere persönlich vorbei. So können wir die Arbeit besprechen und letzte Fragen klären. Etwas vom Besten im KKB ist mein Arbeitsumfeld und erst recht der Zusammenhalt. Wenn Not am Mann oder an der Frau ist, sind alle parat und wir lösen das Problem zusammen. Ich bin viel im Werk unterwegs. Ins Fitnessstudio muss ich nicht, weil mein Schrittzähler zeigt jeden Abend locker 15'000 Schritte an. Natürlich muss auch die Dokumentation stimmen. Ich erfasse und bereinige alle erledigten Arbeiten in unserem Management-Tool und plane die Instandhaltung für die kommenden Tage und Wochen. Die Aus- und Weiterbildung im KKB ist selbstverständlich. Bei unserer komplexen Anlage und unserer hohen Sicherheitskultur ist das A und das O. Darum lehre ich jeden Tag dazu und so bleibt mein Job auch spannend.